herzlich willkommen. Es ist Unboxing Time. Wie immer. Ja. 12 Days of Christmas with Mike. Noch ein Tag. Jeden Tag ein Video. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Heute haben wir die Ultimate Loot Chest mit dem Thema The Force. Und sie ist wieder mal recht simpel gehalten. Letztes Mal, da waren ja da so schicke Fingerabdrücke drauf, auf der Apokalypse-Box und auf der Retro-Box, da waren dann so Aufkleber drauf. Jetzt ist wieder plain and simple angesagt. Ich sehe Dinge. Ich sehe lustige Dinge. Wir haben erstmal Schnee. Verpackungsmaterial, juhu. Thema der Box. Star Wars, The Force. Das erste Item, was ich raushol, ist... Bitte? Ich hab's gerade schon gesehen. Frohklingonische Weihnacht. Ja. Ja. Star Wars, Leute. Star Wars. Das hier ist nicht Star Wars. Die haben das auf der Loot Chest Facebook-Seite angekündigt, dass dieser Verlag CrossCult ein gratis Bonus-Item reinlegt, für uns extra zu Weihnachten, und dass das dann nicht so ganz zu Star Wars passt. Ist ja schön, Gratis-Item ist ja immer schön. Ne? Frohklingonische Weihnachten. Aber Leute, ich sag euch eins, die meisten Star Wars-Fans sind jetzt nicht unbedingt so die Star Trek-Fans. Ich kenne Leute, die hassen Star Trek förmlich. Bing, 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 bing. Und der hätte damit gar nichts anfangen können. Ich mag Star Trek, aber... ich finde, das hat da nichts drin zu suchen. Sorry. Nicht meins. Gerade gestern, ich glaube, es war gestern, habe ich eine Tasse aus einer Lootbox gezogen. Und auch heute wieder ziehe ich eine Tasse aus einer Lootbox. Jawohl, ja. Na, das ist ja toll. Mir wird das hier zu eng. Ich stelle den Karton runter. Jetzt schaut euch mal dieses dicke Teil an. Ja, das... Gestern aus der MCC habe ich eine Tasse rausgezogen von Star-Lord Peter Quill. Die war ungefähr, na, nicht ganz genauso schwer. Und trotzdem sie schon recht groß war, ungefähr nur halb so groß. Das Ding ist gigantisch. Das ist ein gigantisch riesiges Ding. Hochwertig, keine Frage, schwer. Der Griff ist nicht so ganz für mich gemacht, bisschen zu schmal. Ja, eine Vader-Tasse. Ist ganz cool. Ich finde sie zu groß. Die passt nicht unter meinen Kaffeeautomaten. Liebe, liebe, liebe Freunde und Leute von Loot Chest, ihr selber packt regelmäßig Becher in eure Dinger. Jede andere Lootbox packt regelmäßig Becher in diese. Ich glaube, ich kriege im Dezember allein 5 Becher. Es reicht. Lasst euch mal was Neues einfallen. Keine Becher mehr. Ich habe da vor Monaten mal gesagt, Becher sind immer cool. Aber der Punkt ist lange überschritten. Das nächste Teil ist ein Teil, das hier auch eigentlich gar nichts drin zu suchen hat. Und zwar ist das eine Raketenbrause von Rocket Beans. Sicherlich auch ein gratis Geschenk, weil es hieß ja seinerzeit, in der Ultimate Loot Chest sind keine kleinen Items, keine Filler-Items, nichts, was irgendwie Mumpitz oder Kleinkram ist. Das ist offensichtlich kein Kleinkram. Jo, ich hab den Durst. Zum Wohl. Boah. Joa. Flügel verleiht das nicht. Ich habe das nächste Item gefunden und das nächste Item war so glücklich, dass es das nicht mal richtig in der Packung gehalten hat. Wenn ihr mal gucken wollt. Ein Mimo-Bot 4 GB USB-Flash-Drive in Form von Yoda. Das Ding ist das hässlichste Teil, das ich auf diesem Planeten jemals gesehen habe. Schaut euch das Teil mal an. Es hätte auch noch gegeben, ein Luke, eine Slave Leia und ein Jabba. Ey, der sieht aus wie ein Penis. Ein Admiral Akbar. Und na, noch Vader, verschiedene Sturmtruppen, Boba Fett und Han Solo in Carbonit. Ja.
Also, bei den anderen Figuren ist das so, dass wenn man das hier abnimmt, dann nimmt man den Leuten teilweise den Helm ab. Bei Yoda fliegt ihm noch glatt das Gehirn weg. Ja, hässlicher kleiner Scheißer. Das ist ein... Oh. Mhm. Ein Todesstern. Das hat ja fürs Imperium schon einmal gut geklappt. Der ist zugeklebt, muss ich auch schneiden. Der Todesstern. Ach du. Hier. Och, Kinder. Ja, es ist natürlich wieder nur mit USB-Anschluss. Mann, Leute, ne, das Ding kann ich jetzt direkt neben die Tetris-Lampe stellen, neben die Batman-Lampe, neben die Transformers-Lampe, neben den Staubsauger und neben den ganzen anderen Krempel. Also, das ist allerbilligster Plastikschrott. Man kann das gar nicht anders sagen. Guck dir das mal an. Das ist noch nicht mal vernünftig ausgeformt. Ja, das ist einfach nur so ein ganz bisschen Oberfläche. Das sieht doch nach nichts aus. Wer stellt sich denn sowas hin? Guckt euch das dann... Ich google das jetzt nach, was das kostet. Augenblick bitte. Euer Ernst, ja? 30 Euro? Ich komme da gar nicht drüber hinweg. Das Ding kostet 30 Euro? Alter Vater, das ist nicht euer Ernst, dass das 30 Euro kosten soll. Ja, okay. Muss ich wohl mit leben. Das Ding ist hässlich wie die Nacht. Ich zeig euch, wie es leuchtet, wenn ich es irgendwie hinkriege. Moment. Zumindest leuchtet es schön. Aber guckt mal, man sieht hier die Klebereste dazwischen. Witzig ist, dass man es so an- und ausschaltet. Das finde ich ganz, ganz, ganz niedlich. Aber ganz ehrlich, Leute, da habt ihr echt nur für die Lizenz bezahlt, ja. Das Ding hat vielleicht einen Effektivwert von 10 Euro und auch nur deswegen, weil ein Micro-USB-Kabel dabei ist. Vom Leuchten bin ich angenehm überrascht. Also es leuchtet doch ganz gut. Das ist meine Kristallkugel. Aber ich finde die Verarbeitung dieses Produktes und die Wertigkeit, die hier angegeben ist, absolut nicht gerechtfertigt. Das ist Schrott. Ganz ehrlich. Tut mir leid. Also dafür 30 Euro zu verlangen, ist schon eine harte Nummer. Eine echt harte Nummer. Lass das Ding mal hier stehen. Na, vielleicht lass es auch hier stehen. Oh. Das letzte Teil ist noch zu. Mal sehen, was das ist. Gehen wir uns mal raus. Verpackte Sachen sind schön. Es ist ja bald Weihnachten. Dann wollen wir hoffen, dass da auch was schön weihnachtlich Verpacktes drin ist. Es ist... Was ist denn das? Mhm. Star Wars steht hinten drauf. Vorne drauf ist Chewbacca abgedruckt und da steht drauf Wookie Cookies. Mal sehen, ob auch welche drin sind. Nein, natürlich nicht. Ja. Ich google auch mal eben, was das Ding kostet. 30 Euro? Das Ding kostet... Okay. mir fehlen die Worte. Das ist kaum in Worte zu fassen. 30 Euro! Was steht unten drunter? Nichts Wichtiges. Also Leute, ja, so eine Dose in dieser Größenordnung kriege ich allerdings wahrscheinlich ohne den Star Wars Aufdruck im 1-Euro-Laden. Hm. Direkt neben dem Mood Light. Das ist kein Witz. Also, ich weiß nicht, wer da die Items ausgesucht hat diesmal, aber sorry, das ist eine glatte 5. Star Wars Fans werden die Erschütterung in der Macht spüren. Es ist, als würden Millionen aufschreien und plötzlich verstummen. So kommt mir das hier gerade vor. Also,
Das ist natürlich witzig, ja, witzig und praktisch. Es ist was Neues, was Ungewöhnliches, etwas, was wir noch nicht in diesen Boxen drin hatten. Gebe ich zu. Und wahrscheinlich ist allein der Wookiee-Aufdruck hier eben dafür verantwortlich, dass das Ding so teuer ist. Ansonsten ist diese Dose einfach nur hoffnungslos überteuert. Wer sich so eine Keksdose für 30 Euro kauft selber, der glaubt auch, dass Greedo zuerst geschossen hat. Ich bin erschüttert, ganz ehrlich. Das war's auch. Es ist nicht mehr in dieser Box. So, da bin ich wieder. Ich habe gegoogelt, ich habe Preise verglichen und wir wollen mal schauen, was wir hier für unsere 69,99 Euro bekommen haben. Wir haben den Yoda bekommen, einen pottenhässlichen USB-Stick. Ja, 4 GB, liegen zwischen 12 und 15 Euro. Ne, aber auch nur, weil es Star Wars Lizenz ist, ansonsten wären die auch schon billiger. So, was haben wir noch? Wir haben diese Tasse. So eine Tasse liegt preislich zwischen 12 und 18 Euro. Die ist relativ groß, sie ist recht gut gemacht, muss man sagen, und stellt technisch gesehen eigentlich das Highlight dieser Box dar, sozusagen. Wir haben diese Keksdose. 30 Euro. 30 Euro. Damit sind wir dann schon bei 60, sage ich mal pauschal, so ungefähr. 60 Euro mit dieser Keksdose. Ich würde für diese Dose nicht mehr ausgeben als 6 Euro. Mehr wäre sie mir nicht wert. Das behaltet mal im Hinterkopf. So. Wir haben einen Energy Drink. Ne? Die liegen zwischen 49 Cent und knapp 2 Euro. Wir haben einen Mood Light. Dieses Mood Light soll 30 Euro kosten. Mehr als 10 würde ich sagen, ist es nicht wert. Es kostet 30 Euro, aber na gut, sind wir großzügig, sagen wir 12. Sagen wir 12. Wir sagen 12. Komm, wir sagen einfach mal 12, weil das USB-Kabel ja dabei ist. Nächstes Mal, wenn ihr wieder sowas einbaut, denkt mal an die Leute, die auch noch Steckdosen in der Wohnung haben. Und dann haben wir noch das Geschenk, das klingonische Weihnacht, das uns in Reimversen die heißgeliebte Sage der Geburt von Kales. Ach du Scheiße. 105 Euro stehen im Raum. Das ist der Betrag, den man bezahlen müsste, wenn man sich den ganzen Kram einzeln kaufen würde. Wir rechnen mal pauschal jetzt mal das, was ich bezahlen würde, was es mir hier wert ist, was auf dem Tisch steht. Wir fangen mit dem USB-Stick an. Da bin ich einfach mal und sage, 12 Euro ist er mir wert. Ich hätte ihn mir wahrscheinlich nie gekauft, aber 12 Euro ist er mir dann doch wert. So, das Buch hier ist mir gar nichts wert. Sorry, liebe Star Trek-Fans, ich selber bin Star Trek-Fan, ich liebe die Filme, ich liebe die Serien, alle, aber solche Bücher finde ich total Quatsch. Das braucht kein Mensch. Mir gefällt es gar nicht und es ist an sich auch als 0 Euro zu rechnen, weil es erstmal kein Star Wars ist und zweitens als ja gratis Geschenk angedacht war. So stand es ja zumindest auf der Seite. Na, so von wegen, hey, die packen euch noch extra was rein. Na, wenn was extra ist, dann darf das nicht mit in den Betrag reingerechnet werden. Ist einfach so. Sehe ich halt einfach mal so. Das heißt, wir sind bei 12 Euro für den USB-Stick. Den Energy Drink, ja, ich trinke ihn ja jetzt, auch wenn keine Füller drin sein sollten, rechne ich mal einfach mit einem Euro, dann sind wir bei 12 Euro, sind wir bei 13 Euro. So eine Keksdose hier, habe ich vorhin schon gesagt, wäre mir nicht mehr wert als 6 Euro. Mit der Star Wars Lizenz sind wir großzügig und sagen, würde sie normalerweise 10 kosten, sie soll 30 kosten. Wir waren bei 12 Euro und 10 sind bei 22 Euro. So ein Becher, 22 Euro. Haben wir. Becher kostet 16 bis 18 Euro. Ich bin wirklich mal großzügig und sage, der kostet wirklich 16 Euro. Hätte ich wahrscheinlich nicht gekauft. Ich hätte ihn wahrscheinlich für einen 10er mitgenommen oder für 12. Aber wir sagen einfach mal 16. Dann sind wir bei 38 Euro. Und das Ding hier soll 30 Euro kosten. Ein 10er ist es wert. Sagen wir 12, weil noch das USB-Kabel mit dabei ist. Was habe ich gesagt? Dann sind wir bei 58, irgendwie 50, knapp 60 Euro. Rechnen wir den Versand ab, dann ist das eine knappe Nummer, Leute. Ne? Also
Ich weiß. Die Sachen kosten mehr. Es ist so. Aber mein persönliches Gefühl sagt mir, ich habe hier einen Wert von knapp 60 Euro liegen. Ich habe 70 Euro dafür bezahlt. Und deswegen ist das echt traurig. Ich werde die Sachen benutzen. Ich habe mir das gerade überlegt. Ich werde den USB-Stick behalten. Den Energy Drink habe ich gerade schon getrunken. Den Becher werde ich irgendwo hinstellen und da Stifte reinmachen oder sonst was. Ich werde die Keksdose verwenden und da, was weiß ich, reinpacken. Ne, Reis, Nudeln, irgendwas in der Küche. Und die Lampe werde ich mir tatsächlich hinstellen. Die löst dann die Batman-Lampe ab, weil sie einfach etwas heller leuchtet. Und ja, auch wenn das Ding nicht besonders schicki ist, aber ja, was soll's. Das hier werde ich auf jeden Fall irgendwie wieder loswerden. Ich werde es auch nicht auspacken, das lasse ich verschweißt. Da müssen wir mal gucken, ob ich das irgendwo wieder loswerde. Ja, okay, soweit zur Ultimate Loot Chest. Das war jetzt meine vierte Ultimate Loot Chest. Und das ist das erste Mal, dass ich den Wert dieser Chest nicht anerkenne. Bei allen anderen Loot Chest, Ultimate Loot Chest, entschuldigt, habe ich immer gesagt, okay, das Item ist vielleicht nicht ganz meins, aber ich sehe den Wert. Diesmal nicht. Diesmal absolut nicht. Das ist alles knapp an toll vorbei. Von diesen Dingern hier gibt es welche aus Keramik mit R2, da kann man oben den Kopf abnehmen. Total geil. Richtig, richtig cool. Becher, ja, haben wir eh zu viele. So ein Moodlight finde ich Quatsch, da wäre vielleicht was anderes schöner gewesen. Hier, USB-Sticks, da gibt es richtig hübsche. Ihr nehmt den hässlichsten. Star Trek gehört nicht mit rein und Füller wollten wir eigentlich auch nicht. Zum Wohl. Was sagt ihr denn zu der Box, Leute? Habe ich recht damit, wenn ich sage, der Wert ist irgendwie nicht da? Irgendwie nicht? Oder ist das Bullshit? Findet ihr, das ist die geilste Box ever? Und ich sollte weiterhin Ultimate Loot Chests kaufen. Weil nach dem hier ist das für mich die letzte Ultimate Loot Chest gewesen. Ganz ehrlich, also es sei denn, ihr macht Thema Army of Darkness, Flash Gordon oder Masters of the Universe. Alles andere werde ich ignorieren. Tut mir leid. Also das hier war für mich jetzt eine herbe Enttäuschung zu sagen, wäre falsch. Das klingt zu hart. Es ist für mich nicht das, was ich mir erwünscht habe. Kann man natürlich wieder argumentieren, ist eine Überraschungsbox. Aber der Wert ist doch gar nicht erreicht, Leute. Und wenn dann gerade so knapp, nicht schön. Gebt mir Kommentare, schreibt mir was rein, sagt mir, was ihr von der Box gehalten habt. War sie die 69,99 wert oder nicht? Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ein Abo wäre spitzenmäßig. Ja, und mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Außer, denkt mir an die Fango-Sammelkiste. Und denkt mir bitte an meine Freunde und Kollegen bei YouTube. Wir sehen uns schon morgen wieder und dann zeige ich euch, was da drin ist.